Der Welt. Das Welt. Scheiße. Hallo, herzlich willkommen. Ja. Immer noch unendliche Weiten. Herzlich willkommen zurück. Wir lernen zu backen. Wir sind schon fertig. Wir haben es erlernt. Wir wissen jetzt, wie man. Nee, warte mal, das steht hier an. Ja, es ist ja nicht so schlimm. Nee, aber ich wollte sehen, ob wir es schon erforscht haben. Da, fast. Wir lernen zu backen. So, und jetzt, weil die Forschung abgeschlossen ist, darf ich euch erzählen. Erzähl meine Backgeschichte von heute. Erzähl mir deine Backgeschichte von heute. Weil ich habe in der letzten Folge erzählt, dass Clemens heute für uns gebackt hat, beziehungsweise etwas Herzhaftes gebacken hat. Und das Witzige ist, dass er mir erzählt hat, wir haben ja kein Nudelholz. Hat er mir schon öfters gesagt. Er meinte, ja, und weißt du, Jenny, weil wir kein Nudelholz haben, nehme ich immer Joschas Nudeldose. Und ich dachte, was ist denn eine Nudeldose? Aber wir haben so eine aus Glas, wo Joscha halt seine Spaghetti reinpackt und die nimmt er immer und rollt mit denen den Teig. Ist mega witzig. Toll. Aber er meinte, ich habe Joschas Nudeldose genommen, ich musste einfach lachen, weil es fand ich irgendwie doof. Warum findest du das doof? Ja, weil ich an was anderes gedacht. Ey, warum wächst denn bitte kein Weizen auf Joschland? Das ist ein absolut. Auf Josch, das ist Jennyland. Ja, auf Jennyland wächst es auch und auf Lemuria auch, aber nicht auf Joschland. Ja, auf Joschland wächst ja auch keine Gemüse. So, deshalb keine Plantage, deshalb lernen Obst. Die Leute jetzt auf Lemuria, sich schönes Brot zu machen. Dafür braucht es auch nicht allzu viel. Guck mal, der Egoist wollte schönes Neueste wieder zu sich bauen. Ja, aber, also jetzt bauen wir es natürlich hier, weil hier ist ja viel Platz. Das muss allerdings hier alles leider weichen. Ein Bauplatz. Ja, jeder Kontinent, sorry, hat was für sich. Ja, das backen wir jetzt auf Lemuria, machen damit die Leute glücklich. Und dann haben wir ein neues Projekt gestartet auf dem Großatomin auf der Bührenschen Insel. Handelsschiff, Abacus. Genau. Oh, das finde ich cool. Abacus bleibt Abacus. Mhm. Okay. Die Abacus, der Abacus, der Abacus. Es ist der es Abacus. Ist die Abacus. Aber es ist die Abacus, das Schiff. Ja, aber der Abacus, der Abacus. Ja. Eine neue Forschung ist verfügbar. Mhm. Wupp, wupp. Oh, 50, 26, ja, rot geht uns aus. Da oben war das Forschungssymbol. Ja. Rot haben wir jetzt, glaube ich, auch auf der Bührenschen Insel. Deine Bürger werden hungrig. Ich kann heute nicht reden, du auch nicht. Wir verquatschen uns meine heute. Burger werden meine Burger werden hungrig. Ja, wir haben gelernt Tüftelei, wir haben gelernt Backen. Was bringt uns denn Bewässerung? Ermöglicht die Aufrüstung von Feldern mit Bewässerungssystem. Ah ja, das ist aber Next-Level-Felder. Sonst brauchen wir ganz viel Rot, was wir nicht mehr haben. Das heißt, wir können jetzt eh nur das erforschen. Naja, oder wir holen uns Rot von der Insel. Genau, müsste man dann halt, das wäre der nächste Schritt zu sagen, okay, wir holen es uns von, hier ist, glaube ich, Rot, ne? Ja. Irgendwas funktioniert hier nicht so richtig. Ja, deine Bürger können, glaube ich, nicht. Was? Ach, meine Bürger sind hier oben. Ah. Allzu sehr beschäftigt. Okay, ich habe ein paar viele Projekte in Auftrag gegeben für die paar Bürger, die hier wohnen. Ja, 6 Sklaven. Sklaven. Sind hier nicht noch Bürgerchen am Start? Nee, die kommen ja nicht aus ihrem fucking Haus daraus. Ja, das ist hier Priorität aufs Haus. Dann geht uns hier auch bald das Wasser aus, ne? Ja, Brunnen. Ach ja, geht ja nicht. Aber ich kann halt einmal... Hier sind Essen und Fressen. Ist witzig, die kleine Insel hat es jetzt endlich geschafft und jetzt wird schon wieder gemobbt. Immer so ein Fresspaket. AKA Wasser. Ein paar Wasserflaschen einpacken. Ne, hier geht es uns ja echt ganz gut, ne? Ich glaube, hier lebt es sich echt ganz, ganz sauber. Es ist nicht überbevölkert, keine Schwerindustrie. Ab und an landet nur mitten im Dorf eine Rakete. Ja. Ja, aber die ist ja extra ja ausgelagert. Hast du einen wichtigen Aufzug oder eine Brücke abgerissen? Ist also wieder geil. Noch. Weil ich auch so als Frage formuliert. Ja, weil es dir einen Hinweis geben kann darauf, was passiert ist. Ja, ja. Aber das ist halt du wirst das, ich glaube, in so eine Ecke darf man scheinbar dieses Haus nicht bauen. Das ist ein Hafen, ja. Der Hafen will anscheinend das Feld dahinter noch haben. Das vermute ich. Ich hätte es halt hier vorne immer und so. Aber ich fand es hier ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, und es hat überhaupt nichts gebracht. Egal. So, jetzt haben wir aber Platz geschafft. So, jetzt brauchen wir natürlich eigentlich die Schule mit Priorität. Und dann müssen wir mal... Ah, die Musik, ey. Dann müssen wir mal vorankommen, dass wir hier Felder anlegen. Und dann sind wir in der Lage, Elektronik zu schürfen. Und dann können wir tüfteln. Wenn das nichts ist, liebe Leute, dann weiß ich auch nicht mehr, ganz ehrlich. So, wir brauchen auch Holz. In Massen hier auf jeden Fall. Ich lehne mich mal zurück.
Ich lehne mich immer so vor beim Let's Playen. Oh, aber es tut mir im Rücken weh. Deswegen. Oh, es tut meinem Rücken weh. Sag dir auf dem geilen Stuhl, ich sitze auf dem fucking Holzding. Jetzt hat dein Stuhl proben können. Der ist pornös. Wir ignorieren das jetzt einfach. Tun so. Ja, das keinen... ist Joscha. Joscha ist einfach weggesperrt. Nein, also das. Das ist das Gefängnis. Wir haben das nur als was anderes verkauft. So, wer Bewässerung erforscht, was können wir denn damit jetzt machen? Das gucken wir uns doch mal direkt mal an hier. Was passiert denn? Also einfach verbessern. Plus. Ah, mit Geräten. Und hier ertüftelt man sich scheinbar dann. Ja. Ah, okay, ist das ja auch eine Elektronik? Für Rasensprenger. Für eine Tüftelbude. Und die Tüftelbude macht dann Rasensprenger. Und dann können wir Sachen upgraden. Geil. Holy fuck, das ist Komplexorama. Tatsächlich will ich die Tüftlerbude hier bauen, weil hier auch der Weltraumhafen ist. Jetzt muss uns immer noch mal eine Station weiter transportieren. So, jetzt erstmal ganz kurz. Es soll ja gebacken werden. Oh, die Mucke ist ja hier. Heute back ich. Morgen koche ich. Okay. Naja, weil wegen Backen kochen. Ja, das ist richtig. Hier einmal so durch, dann kann links, rechts überall Fältchen gebaut werden. Fältchen sind in dem Fall schöne Weizenfelder. Nee, das ist kein Felder. Du bist ein Weizenfeld. Oh, Weizenfelder haben aber eine Menge Bedürfnisse. Boni durch benachbarte Felder check, durch Unterkünfte check, durch Brunnen. Achso, nee, alles gut. Standard. Also ich brauche mal 4 davon. So, dann braucht es eine Mühle. 2 Mühlen einfach mal, zack. Und 2-mal Bäcker. Hm? Das verpestet auch schon. Dann kommen die hier hin, wo es keine Sau interessiert. Außer die Umwelt. Vorsichtig. Ja. Es war haarscharf. Sind wir hier komplett autark? Wir haben eine Werkzeugproduktion, ne? Das heißt, mit der Zeit schaffen sie das alles herzustellen. Das ist wie diese eine ganz alte Frau in Japan. Die Geschichte habe ich bestimmt schon mal erzählt. Aber für die, die die Geschichte nicht kennen. Ich erinnere mich jetzt. Auf dem Pilgerweg in Shikoku sind wir ganz, ganz lange an der Südküste gelaufen. Und in so einem ganz, ganz kleinen Ort, wirklich ganz klein, irgendwie gefühlt 20 Häuser in wirklich an so einer Küstenlinie. Auf der einen Seite 10, Straße auf der anderen Seite 10 und daneben so eine größere Mauer, falls halt mal das, ein bisschen höher das Meereswasser kommt. Ja. Und ich sehe so ganz am Ende, läuft eine alte Frau und die war wirklich alt. Also ich würde sagen, so stellt man sich so eine 90-jährige ältere Dame vor, so einen ganz runden Rücken und sie trägt so ganz viel Plastikdinger und muss dazu sagen, in Japan wird der Müll sozusagen nicht vom Haus abgeholt, also es gibt keinen Müllturm vor dem Haus, sondern es gibt so Sammelgitter, die sehen ein bisschen aus wie Hundezwinger, da packt man das halt rein. So, und da gab es aber scheinbar keinen an dem Dorf. Was die alte Frau gemacht hat, ist folgendes, sie ist total angestrengt diesen Wall hochgeklettert und hat es einfach ins Meer geworfen. Alle 6 Plastiktüten. Da dachte ich auch so, what the fuck? Excuse me, was kann ich hier? Ich konnte nicht zu ihr ehrlich sagen. Ich war völlig schockiert. Das hättest du auf Japanisch gesagt. Statt excuse me. Baka. Baka? Ist aber Idiot, das ist nicht. Statt excuse me sagst du Idiot. Ich dachte eher an das japanische Entschuldigung. Ja. Sumimasen. Sumimasen? Außer also Fragen am besten. Sumimasen. Sumimasen. Ja. So, okay. Es nimmt Form an. Auf der Bührenschen Insel. Was ist denn jetzt hier euer fucking Problem? Keine Bürger. Ja. Ja, logischerweise, ne? Ich weiß auch nicht, warum die hier nicht wohnen wollen. Das ist jetzt auch nicht meine Schuld. Nee, wir schaffen Wohnraum. Wir sorgen. Oh, man verhungert langsam. Noch 2 Kartoffeln für 12 Leute. Jeder kriegt einen Nachteil. Aber ich habe einen Brunnen in Auftrag gegeben. Das ist jetzt nicht mein Problem. Ja, ich habe ein Schiff. Dann schicken wir gleich mal ein Fresspaket rüber. Und ja. Und dann haben wir jetzt so 2 parallel laufende Projekte auf jeden Fall. Das ist gerade zu größere. Erstmal hier unser Bäckerei-Imperium aufzubauen. Auch da sollten wir wahrscheinlich mal mit dem Schiffchen nachhelfen, dass einfach ein bisschen Holz
Holz fehlt. Kann ich nicht Holz nehmen? Bin ich überhaupt? Was wollte ich denn hier? Ah, Treibstoff. Stimmt, wir haben ja noch eine Rakete gebaut. Und dann nehme ich hier jetzt mal ordentlich Holz. Und zwei Sachen, die ich in der Folge auf jeden Fall schaffen will. Ich will einerseits noch einen schönen Kuchen backen. Mhm. Und ich will mit der Elektronikförderung beginnen, sodass wir dann theoretisch mit der Rakete, die wir jetzt gerade bauen. Wey! Jenny! Mit einem. Die kommt ja wirklich zurück. Macht aber die keine macht Geräusche. Ganz schön, aber ganz schön. Sie trug dann auch nur die Landefähre. Ja. Ganz schön die Umwelt verschmutzt. Deine Bürger werden hungrig. Ach. Und dann baue ich jetzt hier schon mal eine Tüftler. Baue ich überhaupt mal die Tüftlerbude? Die Tüftlerbude bauen wir eigentlich auf der Falkmarscheninsel. Ja, da wo die Elektronik auch ist. Weil dann. Die braucht bestimmt auch die Elektronik. Ja, oder wir können die Elektronik können wir theoretisch auch auf Dingens natürlich bauen. Hier. Wo man sich nach Essen sieht. Gefährlich. Ey, baut halt mal eure Kartoffelfelder, dann kriegt ihr was zu essen. Das ist ein ganz einfacher Deal. Es gibt nichts dazu zu essen. Das Gefühl, dass du sie getötet hast. Ich glaube sie nicht. Ich lasse sie nur leiden. Gas. Genau, wenn sie Baumaterial haben, dann können sie. Ja, okay, Kartoffeln. Ist gut. Vielleicht auf so einem verdorbenen Acker. Hm. Ich dachte, dass in Spellcaster University meine Lehrer gestreikt haben, aus einem total bescheuerten Grund. Ist das ein Spoiler? Nee. Für alle, die das noch gucken. Weil das Spellcaster kommt erst nach dem hier. Ist das ein Spoiler? Nee. Die Lehrer haben gestreikt. Ich glaube, es ist jetzt eh zu spät. Genau, ich erzähle jetzt, warum die Lehrer streiken. Sag ja nicht, was dann passiert. Okay, das ist gut. Dann ist es ein Teaser und kein Spoiler. Die Lehrer streiken aus folgendem Grund. Ich habe mich entschieden, eine Kaffeemaschine zu bauen. Kaffeemaschine zu bauen? Pass auf, ins Lehrerzimmer. Die macht ein paar positive Perks. Und weißt du, und dann streiken sie, ja, weil es keine zweite gibt. Und ich dachte, ihr Penner, ich baue euch die. Hätte ich die euch nicht gebaut, hättet ihr nicht mehr gewusst, wie eine Kaffeemaschine aussieht. Und dann beschweren sie sich, dass es nur in einem Lehrerzimmer eine gibt. Und dann habe ich keine zweite Karte davon gezogen. Danach fanden sie es kacke und ich hatte Pech. Das ist absolut frech. Und dann passiert was Witziges. Das ist ein Skandal. Und was dann passiert, findet ihr heraus. Das findet ihr in Spellcaster University heraus, was jetzt weitergeht endlich. Woohoo! Gut, quasi Staffel 3. Ja. Im Vulkan. So, Staffel beladen. Ich hab Schluck auf. Dann ist das mal cool. Okay. In solchen Momenten ja, denkt man sich, hey, warum heute nicht mit Webcam gespielt? Ja. Viehzucht? Nein. Beleuchtung? Apartments? Okay, Apartments sind einfach nur noch bessere Häuser. Ja, es muss vielleicht. Größere nicht. Apartments. Beleuchtung. Lichttürme, die Kobolde verscheuchen. Damit das Rätselslösung. Ein Lichtturm. So. Sind wir deswegen so hungrig, weil uns die ganze Zeit unsere Nahrung geklaut wird? Ja, genau. Es war nämlich nicht irgendwie meine Fehlplanung oder so, dass das jetzt da. Ja, schön, ich wollte dich retten und du traumatisierst das auch noch. Das war voll nicht meine Schuld. Das waren alles die Kobolde. Alles Kobolde. Aber es ist schon krass, ne? Das ist so ein Spiel wirklich. Ah, fuck. Das bin ich ja falsch abgebogen. Wenn du das wirklich optimalst quasi durchspielen willst, kannst du ja wirklich. Jahre versenken. Boom, boom. Diese Musik, die teilweise jetzt diese Gitarren da reinkommen. Notfall-Nahrungsprogramm für die Mürrische Insel. Wir stehen Kartoffeln. Sonst ist hier die Stimmung echt im Arsch. Aber dann sind wir im Grunde jetzt bereit zu sagen, zack, hier kommt ein Fahrstuhl hin. So schön hinten rein. Das ist auch die verschachtelste Insel überhaupt. Kommen wir den Fahrstuhl hin. Und hier dann können wir Elektronikschiffe. Und dann haben wir nämlich auch das geschafft. Ich habe auch ganz nebenbei schon mal eine Entdeckerhütte noch gebaut. Direkt neben dem Kobold. Ja, perfekt. Wer weiß, was er uns denn klaut, aber. Ja. Jetzt eine Haare vom Kopf.
Aber dann habe ich so die großen Ziele jetzt für die Folge nahezu erreicht. Wir sind jetzt gleich in der Lage. Wenn der Fahrstuhl gebaut ist, können wir wahrscheinlich so ein Elektronikschiff. Ah, der braucht Stahl, mit dem ich verarschen. Und Glas. Ach du Scheiße. Okay, ist doch nicht ganz so einfach. Also für die Elektronikmine brauchen wir nochmal zwei Rohstoffe, die es nicht hier gibt. Also klar, man könnte jetzt noch Glas, könnten wir theoretisch hier ja herstellen. Ist ja sogar gar nicht so dumm, das hier auch vor Ort zu haben. Man braucht ganz schön viel Werkzeuge. Und die Glasmanufaktur braucht ja auch wiederum Strom. Aber es wäre okay, Glas könnte man hier machen. Und dann müsste man aber trotzdem Stahl rüber schaffen. Und wir haben das erste Mal Mehl produziert. Und das nimmt auch alles Formen an hier. Noch mehr. Das ist unfassbar. Also wie gesagt, ich kann es wirklich ewig spielen. Ich will so einen Lichtturm auf jeden Fall noch bauen. Aber wir sehen, wo die Reise quasi hingeht. Sehen, was möglich ist. Okay, das ist auch fast fertig. Oder? Glas könnte noch fehlen. Also es ist wirklich gewaltig. Ich glaube, jetzt ist tatsächlich so auf den letzten zwei, drei Folgen. Ich mache immer den Fehler, ich gehe erst ins All, um dann auf den nächsten Planeten zu wechseln. Die letzten zwei der Folgen haben wir auf jeden Fall entdeckt, wie komplex die ganze Geschichte ist. Und wie schwierig das ist, es dann auch vernünftig alles im Griff zu behalten. Ja, vor allen Dingen muss man ja einmal, wenn man spielt, erstmal rausfinden, welcher Weg an was wirklich hängt. Ja. Also was bedeutet das, wenn ich das baue? Ne? Wir sehen jetzt nur, ne, was brauche ich für was? Das weiß man ja nicht vorher. Ja. Guck mal, siehst du übrigens das hier, was das ja, ist? Ja, ein Portfall. Gebäude, die gegen uralte Wächter helfen. Das heißt, die weltraumverschlingenden Wale, die sind, uns am Anfang versprochen worden sind, sind true, vielleicht. Sind wohl real. Oder es soll den Mythos aufrechterhalten. Das finde ich ja, wie gesagt, auch immer noch geil. Guck mal, ich habe mich hier, das sieht aus wie Öl auf unserer, im Meer übrigens, hier nah dran, ne? Finde ich, so Stieren. Mhm. Ich habe mich davon aber inspirieren lassen bei meinem heutigen Bild. Ja, ich habe mich gefragt, wie malt man Meer? Man kann ja nicht nur blaue Fläche malen. Ja. Na gut, Leute, aber das wird ja jetzt echt hier langsam... Krass. Also die nächsten Schritte wären jetzt, wir müssen mit dem Raumschiff Stahl auf die Myrinsche Insel bringen. Oh, guck mal, gehen wir nochmal hoch. Stopp, ich zeig dir was. Das sieht aus wie eine Maske. Auge, Nase. Ja, schön. Also, die nächsten Schritte wären Stahl auf die Myrinsche Insel bringen, dann eine Elektronikmine bauen. Ja. Dann entweder hier oder auf einer der anderen Inseln eine Tüftlerstube bauen, damit die ganze Verbesserung entwickeln. Hier braucht es Glas. Das würde ich sogar versuchen, auf der Bürgerischen Insel herzustellen, um so einen Lichtturm zu bauen. Das ist dann, glaube ich, das... Da kommt der Kobold! Wo? Er ist auf dem Feld, er hat den Kürbis geklaut. Was? Er fällt dann zwei. Da ist ein dritter. Wie viele sind es denn? Ja, ich war ja auch echt freundlich und habe ihnen hier die Sachen direkt vor. Aber die gehen schön in die Stadt. Ah, genau, also hier würde es jetzt immer noch weitergehen mit Elektronik, Wächterverteidigung. Hier sieht es soweit ganz gut aus, aber ne. Das Einzige, was ich ein bisschen kritisieren würde, dass. Also entweder baut man ein extrem feines Logistiknetzwerk auf, oder man baut halt auf jeder Insel immer wieder so die gleichen Sachen, ne? Dass die ja so ein bisschen für sich auch funktionieren. Weil du brauchst immer wieder so eine Basic-Versorgung, du brauchst immer wieder dein Dorf, deine Schule. Aber das ist ja irgendwie klar, dass man das braucht. Dein Holzfäller, dein Werkzeugversorgung. Du könntest auch immer Leute rüberschicken. Ja, aber die müssen ja versorgt werden. Das heißt, das meine ich mit extremen, feinem Netzwerk, ne? Du kannst sie quasi... Ja, aber ein bisschen Grundversorgung baust du doch auch bei... Anno? Bei Anno, genau, sorry, ich war Siedler, ich hatte die ganze Zeit Siedler und dachte, das ist nicht Siedler. Ja, komm jetzt noch an welches Anno, aber ja. Genau, also es gibt auch so Grundsachen, die du da auch immer baust. Ja, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, jetzt in dieser Folge Brot herzustellen zum ersten Mal. Lecker Schmecker. Wir haben rausgefunden, da ist gleich was fertig. Dass die Wächter real sind. Ja. Und hier ist eine weitere Rakete im Bau, da fehlt links Glas, das können wir auch relativ schnell rüber. Aber wir haben herausgefunden, wie jetzt die nächsten Schritte wären, was... Oh, cool.
Man hat gerade richtig gesehen, wie das Schiff über den Horizont fährt. Das ist cool. Wie es jetzt hier weitergeht. Und wir haben auch festgestellt, dass wir längst noch nicht am Ende sind. Ne? Dass es scheinbar noch ein weiterer Planet sein muss, dass wir die letzten Sachen hier auch noch freischalten. Ja, und da unten fehlt nämlich uns auch noch was. Also wir könnten jetzt hier locker wahrscheinlich noch 20, 30 Folgen damit füllen. Aber wir sind quasi an dem Punkt, dass wir sagen, hey, wir haben, glaube ich, ganz gutes Gefühl dafür bekommen. Wir sind zu den Sternen geflogen, das war unser großes Ziel. In Before We Leave. Wir haben aus Before We Leave After We Leave gemacht. So Akt 1 durchgespielt, Akt 2 angerissen und jetzt einen Eindruck bekommen von der Geschichte, die so vor uns liegt. After We Left, oder? Ja. Sorry, mein Gehirn hat gerade... Aber du hast recht. Ja, und das alles, was jetzt noch kommt, ist dann quasi Geschichte. Und ich weiß nicht, ob wir schon an einem Punkt sind, dass ich abmoderiere, aber ich gefühlt mache ich das seit 10 Minuten. Ja, gefühlt machst du das schon. Deswegen. Aber dann müssen wir nochmal in die Sonne gucken, es wehend. Ja, deshalb sagst du mir, haben wir jetzt hier schon eine schöne Folge gespielt? Ja, finde ich schon. Guck mal, irgendwann sind wir nah an der Sonne, irgendwann geht es weiter in den Weltall. Und für euch kann es natürlich... in den Weltall. Ja. So habe ich die Folge angefangen. Ja, ich weiß. Das ist eine Klammer. Ja, man könnte es jetzt echt noch ewig spielen, aber ich würde auch sagen, wir haben einen guten Eindruck bekommen, wie es funktioniert. Wir haben gesehen, was die nächsten Schritte wären. Der Komplexitätsgrad nimmt absurd immer weiter zu. Und jetzt quasi auch einen Ausblick auf die letzte Mechanik auch bekommen hier mit den uralten Wächtern, die wahr sind. Die Legende bewahrheitet sich scheinbar. Es gibt riesige Pottwale. Ich bin gespannt. Ich muss mir unbedingt mal im Internet angucken, wie die aussehen. Und euch empfehle ich, guckt es euch auch an. Oder ihr spielt es einfach selber. Genau. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin mit dabei wart. Es ist bei so Strategiespielen, Taktikspielen immer so schwierig, ein richtiges Ende zu finden. Natürlich sind wir nicht fertig in dem Spiel. Aber bei 5 Planeten werden wir nie fertig. Aber ganz ehrlich, dann können wir 100 Folgen spielen und wären wahrscheinlich immer noch nicht ganz fertig. Klar, wir haben es in Tech Tree nicht durchgespielt und das wäre so eigentlich immer das Ziel, aber gemerkt, okay, fuck, ist das lang. Wir wollten euch das Spiel zeigen, eine schöne Geschichte erleben. Wir sind zu den Sternen geflogen, das war für mich die Geschichte. Genau, und das nächste Spiel wartet auch schon im Startschuss, deswegen freut euch, denn es gibt bald was Neues. Jawohl, macht's gut, bis dahin. Bis dann, bye bye.